Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zu Call of Duty Cold War zur Kampagne und wir setzen die Kampagne fort. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschwungen. Das wissen wir doch schon. Rotes Licht, grünes Licht. Weiter geht's. Ich bin sehr gespannt, wie die, Ich empfange keinen weiteren Funkverkehr. Du bist sicher, Woods. Verstanden, Park. Bleib dran. Halte Mason und Adler bereit. Gehen wir. Oh, nice. Well, wir müssen uns beeilen. Ja. Die Basis ist gleich hinter dem nächsten Kampf. Immer mit der Geht Ruhe. Rein, seht euch um und kommt wieder raus. Scheiße, Park. Ich wollte noch bleiben und mir den Gulag ansehen. Macht das, nachdem wir wissen, was Perseus vorhat. Was für ein Monstrum. Wir wussten, wow, wir sonst was darin versteckt haben. Mach ein Foto fürs Kommando. Wahnsinn. Zeit, uns die Hände schmutzig zu machen. Ich sehe oben und unten Wachen. Wähle dein Ziel. Noch zwei beim Truck. Wo hast du so schießen gelernt? Tja. Geh du vor, den Hang runter. Geheimakte. Ich gebe Deckung. Mach Bilder von allem, was wichtig aussieht. Karten, Baupläne, was immer du findest. Machen wir. Rein in die Basis. Nehmen wir mit der Ruhe bitte, ja? Finde einen Weg ins Hauptgebäude. Ich folge dir und kümmere mich um den Alarm. Schnelle Reaktion. Scheiße, eine Patrouille nähert sich mir. Herr, finde einen Weg hinein. Ich gehe außen rum. Machen wir schon. Oh, sehr schöne Position. Sah für mich jetzt nicht unwichtig aus. Deswegen auch das Foto. Wir werden hier auf jeden Fall nicht ohne Informationen rausgehen. Den legen wir mal kurz hier hin. Keine wichtigen Dokumente zu sehen. Die Russen sind im Moment ruhig. Aber ich habe immer noch nichts von Woods gehört. Bleib am Ball und geh rein. Nehmen wir mit der Ruhe. Wir sind ja dabei, ne? Oh. Ein paar nette Panzer rollen hier an.
Das war ganz schön knapp, Leute. Boah, scheiße, war das knapp. Gut, aus der Reichweite. Wow, 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 wow. Oh, fuck. Gern geschehen. Dankeschön. Du hast was verloren. Fuck. Berl hat einen Weg hineingefunden. Wir haben nicht viel Zeit. Dann beeilt euch. Keine Einwände. Ich würde gerne alle Beweise sammeln, die es gibt, aber es ist... Wachen, da unten. Ich gehe runter und greife auf dein Zeichen an. Oh, das machen wir ganz alles einfach. Klar, bin bereit. Gut, abwarten. Gesichert, drücke vor. Riesige Belüftungseinheiten. Alles hier. Wahnsinn. Kommen wir hier lang? Nein, okay. Was macht er? Der sterbende Schwan? Ah, da haben wir doch wieder was. Oh ja, du hast einen weiteren Sektor gefunden. Scheiße, das Ding hier wurde wohl als eine Art Frühwarnsystem gebaut. Raketenabwehr. Kommt vor. Halte dich bereit. Da könnten ja 1000 Russen hinter der Tür sein. Oder gar keiner. Gib mir Deckung. Kein beschissenes Wort, Bell. Das sind... Nein. Was zur Hölle ist das hier? Ich wollte nur, dass die Spiele freigeschaltet werden, deshalb bin ich gerade dran gegangen. Das ist ein Trainingsparcours. Sieht aus wie ein beliebiges Kaff in den USA. Raffiniert. Mach ein Foto davon, Bell. Scheiße, sie fangen an. Fuck, weg hier. Das ist eine gute Idee. Die wollen eine Übung mit scharfer Munition? Können sie haben. Alles gut hier, Jörn, ne? Mehr ist schon drauf. Oh, schön den Kopf geschossen. Ja.
Läuft doch gut für uns. Wo denn? Ruhe. Oh. Hey, realistischer konnten sie das Training ja wohl nicht bekommen, oder? Schon ziemlich geil gemacht. Das ist so geil gemacht. Ich dachte, das wären mehr. Geil. Scheiße, brauche Deckung! Wovor brauchen wir Deckung? Geh voraus da. Rücke vor! Brauche Deckung, verdammt! Immer mit der Ruhe. Kontakt auf den Dächern! Da sind sie! Mann. Zack, Ruhe. Bewegung. Ganz schön viele Gegner, muss ich wirklich sagen. Komm aus der Deckung. Was? Die haben Barbie? Diese gottverdammten Kommunistenschweine. With the girls. Ich könnte einen Drink brauchen. Achtung, Granate! Mann, Leute. Also hier haben wir was zu tun. Bin unterwegs. Al, lauf zum Kontrollturm. Mein Gott. Siehst du den? In die Richtung. Hoppala. Sorry. Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Das ist gut. Nur da neue Splittergranaten mit. Nehmen wir mal ein vernünftiges Gewehr mit. Da vorne ist zwar eine Treppe, aber... Schnell, zum Aufzug! Ja, wie? Achso, einfach Granate. Drüber, ja. Was? Von wo? Sind das zwei oder ist das einer? Jetzt bin ich verwirrt. Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Das habe ich mitbekommen. Ah, Granaten sind voll. Okay, gut. Granate! Oh, fuck. Kerl sieht nach Ärger aus. Thank you.
au, au, au. Na, scheiße. Gut, ich denke, wir werden ihn nur besiegen, wenn wir... Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Die Kisten abballern. Scheiße, Kerl sieht nach Ärger aus. In Deckung! Ach, das gibt's doch gar nicht. Mein Gott. Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Ja, hab schon verstanden. Wir haben so ein kleines Problem. Granate! Vor dem Aufzug. Der schießt der durch den Stahlcontainer oder was macht er? Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Leck mich doch am Arsch, Leute, ich sag's euch. Granate! Den haben wir auch. Den haben wir auch. Hier geht's nur rauf. Mein Gott, Leute, ich sag's euch. Kurz gucken, ob wir irgendwo Beweise finden. Beweise. Beweise. Beweise bitte suchen. Okay. Ich such die Beweise. Mein Gott. Na, dann hoch. Ich empfange ohne Ende Funkverkehr. Wie ist die Lage? Wir sind hier in eine Schießübung geraten. Hier wimmelt es von Russen. Wir suchen auch nach Infos. Scheiße. Mason und Adler halten sich bereit für die Evakuierung. Sie klang wütend. Klang sie wütend? Ich bin mir nicht sicher. Dann hör auf, mir ins Feuer zu laufen, du Depp. Sieht wie die Kommandozentrale aus. Weiter. Jackpot. Mal sehen, was die Russen hier wirklich vorhaben. Bell, ran ans Terminal. Seh dich um. Ja, Moment. Wow. Erstmal gucke ich, ob ich hier irgendwas fotografieren kann. Bell, überprüfe den Hauptrechner. Ja, Moment. Was ist denn der Hauptrechner? Ran an den Computer, Bär. Immer mit der Ruhe. Ich kann kein Russisch. Willkommen im sowjetischen Kriegsanalysearchiv. Taktische Halbe. Operation Greenlight. Taktische Häuserkampfstatistik. Zugriffsbeschränkung. Das ist okay. Kinderkram. Such weiter. KGB-Tagesbericht. Zugriffsbeschränkung. Ah, Mann. Langweilig. Was gibt es noch? Operation Greenlight. Was ist Operation Greenlight? Keine Ahnung. Kannst du das hacken? Vielleicht. War klar, dass es ein Passwort gibt. Sieh dich um. Die Russen sind nicht so schlau. Vielleicht liegt da was auf dem Schreibtisch rum. Klasse. Geil. Das Bild, es war klar. Es ist bestätigt. Die aus Berlin geschmuggelte Atombombe gehört zu Greenlight. Es ist eine von unseren. Das
was rauskommt. Niemand wird davon erfahren. Nicht mal Adlers Team. Das Risiko ist zu groß. Groß ist untertrieben. Wir sprechen von einer amerikanischen Atombombe unter Berlin. Oh oh. Hören wir uns die zweite Aufnahme an. Ich muss sicher sein, dass die Folter dahinter stehen, Hudson. Die Taktik steht und der Ball rollt. Wenn der Agent die Wahrheit erfährt, plötzlich geht es ihnen um die Wahrheit. Es geht mir um Kontrolle. Kontrolle des Agenten. Wenn wir den Agenten nicht kontrollieren können, schalten wir ihn aus. Ganz einfach. Okay, dann drucken wir das Ganze mal aus zum Mitnehmen. Ich nehme einen Ausdruck mit. Das ergibt keinen Sinn. Perseus hat ein CIA-Atomprogramm namens Operation Greenlight infiltriert. Geleitet von Hudson. Die gestohlene Bombe ist amerikanisch und Hudson wusste es. Oh fuck. Scheiße, wir müssen hier weg. Los geht's. Ja. Die ganze Sache stinkt nach Hudson. Woods, die Verbindung bricht ab. Kommt einfach da raus. Wow. Wow, 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 wow. Woods, die Verbindung bricht ab. Kommt einfach da raus. Gerade sehe ich keinen mehr, aber hinten am Van ist noch einer auf jeden Fall. Ja, scheiße. Dieser MPV wird uns zerfetzen. Nutzt die Fassaden als Deckung. Munition hat er. Mein Gott, Leute, ich hasse euch. Wow, 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 wow. Mein Gott. Oh, fuck. Au, au, au. Da vorne. Sie wollen uns den Weg abschneiden. Kapitän Gartenmann, da. Was passiert? Eieieiei. Mein Gott, Leute, ich sag's euch. Schlimmer als im Krieg hier. Aber nicht auf mich. Alles gut? Wechsle in Deckungsposition. Moment. 402 Beweise. In einer Flucht noch darauf zu achten, gegen was oder wen wir hier eigentlich kämpfen. Und Beweise machen. Woods, hörst du mich?
die Lage. Wir sind vom Regen in die Traufe geraten. Sorg einfach dafür, dass Adler und Mason am Evakuierungspunkt bereitstehen. Mein Gott. Leute, es wird ungemütlich. Blendgranaten. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Eine automatische Schrotflinte. Die nehmen wir mit. Und eine M16 ist nie verkehrt. Der Treffer war gut, oder? Irgendwann halten diese Helme nichts mehr aus und dann sind sie hops, Leute. Wir werden flankiert! Feind will flankieren! Feind kann nicht flankieren, wenn er keine Soldaten hat. Wow, Moment. Gute Arbeit, Sir. Mein Gott, Leute. Gut, die Türen sind zu, wir haben ein großes Problem. Entschuldigung. Spar dir den Film. Ja, chill. Bewegung. Gut, jetzt gerade sehe ich keinen mehr. Nur diesen Panzer, der aktuell unbemannt ist. Wie gesagt, ich suche alle Beweise. Umso besser ist es ja für uns. Kompliziert ist es allemal. Bin ich jetzt so blind? Anscheinend. Ja, wir nehmen den Panzer, würde ich sagen, oder? Schaffst du. Sehr gut. Mein Gott.
Oh. Gut, den Tank hätten wir ausschalten müssen. Aber kein Problem. Nächste Runde beginnt. Tank wird dann ausgeschaltet. Festhalten, Bell! Bell, pass auf! Der Fischer kommt von rechts! Das nennt man Standsanierung, ihr Wichser! Rechtskehr! Schieß weiter, ich suche einen Ausgang! Könnt ihr hier nicht mal ein paar verdammte Straßenschilder aufstellen? Oh, weia. Gott, Leute. Und, hörst du mich? Wie ist die Lage? Trommel alle zusammen, Park. Das ganze Team. Hudson hat jede Menge zu erklären. Oh mein Gott, wir verbrennen gerade in diesem Van. Ja, Sir, ich bin dran. Du wusstest, dass die Atombombe von Greenlight war. Was verschweigst du noch? Ich prügel die Wahrheit aus dir raus. Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden. Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausbaden. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's, Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wem man glaubt. Butler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 58 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Die ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 1974 wurden die Bomben zu Neutronenbomben aufgerüstet. Die Personen ausschalten könnten, ohne Schäden an Infrastruktur anzurichten. Tausende Tote im Handumdrehen. Und du faselst von verdammter Infrastruktur. So schön zivilisiert. Wir töten Menschen, aber bewahren Gebäude. Es geht um die Bewahrung unserer Art zu leben. Seit wann wusstest du von der fehlenden Bombe? Eine der Greenlight-Bomben ging vor 8 Wochen offline. Wir hatten Perseus im Verdacht, konnten es aber nicht bestätigen. Bis zu euren Fotos, denen aus Ost-Berlin. Also, das Problem ist eine amerikanische Atombombe. Und sobald Perseus sie zündet, sind die Vereinigten Staaten weltweit der oberste Schurke. Wir hätten kein Problem, hättest du Perseus damals ausgeschaltet in Vietnam. Vorsicht, Hudson. Nächstes Mal überlasse ich dich Woods. Er wird am Leben gelassen, Leute. Wir müssen wissen, was Perseus mit der Atombombe vorhat. Park, steht sonst noch was in dem Ausdruck, den Bell und Woods aus der Basis geholt haben? Es wird eine Ausgrabung im Uralgebirge erwähnt, auf dem Yamantau. Unser Kontakt beim KGB bestätigt eine aktive Operation. Yamantau, dachte Hudson und Weaver hätten die Einrichtung vor Jahren begraben. Haben wir. Perseus will den alten Hauptrechner bergen. Dragovic und Steiner müssen was ziemlich Heißes hinterlassen haben. Steiner. Schick Woods und mich. Dir fehlt der Abstand, Mason. Wir können uns keine Patzer erlauben. Bullshit. Du weißt, dass es keinen besseren Job gibt. Ist meine Entscheidung. Ich will Mason und Woods da dran haben. Findet diesen Hauptrechner vor Perseus. Ich kontaktiere unseren Mann beim KGB, Belikov. Er wird uns logistisch unterstützen. Wer weiß, Belikov will den Heli vielleicht sogar selbst fliegen. Was immer Perseus auf dem Yamantau will, ich will es noch mehr. Klingt gut.
Echos eines kalten... Ach, Echo eines kalten Krieges. Das erste Gebäude liegt... Wie es weitergeht aber, weil ich meine, die Folgen müssen nicht 200 Jahre alt werden, lang werden, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin bleibt mir seid Dank fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.